diesem Online-Kurs zeige ich euch den Bau eines relativ aufwendigen Hobelschrankes, Schrägstrich Vitrine. Wenn ihr also keinen Schrank für eure Handhobel braucht oder einen anderen sehr dekorativen Werkzeugschrank, dann könnt ihr diesen Schrank nachbauen und als normale Vitrine in eurer Wohnung verwenden. Genauso wie das Projekt in einzelne kleine Projekte unterteilt ist, ist auch die Dokumentation unterteilt. Ihr bekommt also die Zeichnungen und die Stücklisten praktisch so, wie der Schrank entsteht, in verschiedenen Evolutionsstufen, um es so zu sagen. Den Beginn macht die Zeichnung für den Korpus und die Türen. Anhand dessen könnt ihr eure Materialien vorbereiten und die ersten Arbeitsschritte machen. Ahorn lässt sich prinzipiell gut mit Handwerkzeugen bearbeiten und auch schön glatt aushobeln. Dennoch empfehle ich euch einen Putzhobel mit sehr steilem Schnittwinkel. Ich habe hier einen Flachwinkelhobel, der hat einen Bettungswinkel von 12 Grad. Dazu ein auf 45 Grad geschliffenes Hobeleisen. Das gibt also einen Schnittwinkel von 57 Grad, also sehr steil. Und das ist vor allem ideal bei solch stark verwachsenen Stellen hier. Da könnt ihr nämlich hobeln, ohne dass es Ausrisse gibt. Achtet beim Fräsen auf Gleichlauf und Gegenlauf. Fangt bei dieser Fräsung also hier an diesem Anschlag an, fahrt dann bis zur Rückwandnut, wechselt an diesen Anschlag und fahrt wieder zurück. So sieht das Ganze jetzt aus. In diesem 10 mm Loch findet der Schraubenkopf Platz. Dadurch, dass ihr die Schraube einen halben Millimeter größer vorgebohrt habt, passt das auf jeden Fall. Die Schraube wird sich nachher beim Anziehen noch minimal ins Holz ziehen. Aber auch dann habt ihr noch 3 mm Tiefe übrig, in die dann diese kleinen Klötzchen gesetzt werden können. Das wird alleine durch das Verschrauben schon sehr stabil. Später wird natürlich die Rückwand auch noch mit dem Mittelboden verschraubt, aber erst beim Verleimen. Zum Weiterarbeiten reicht das erstmal so. Auch diese Zwischenbretter hier werden noch nicht gebraucht. Die könnt ihr noch rauslassen und später einschieben. Es schadet aber auch nichts, wenn ihr sie schon reinmacht. Mit einer Laubsäge trennt ihr jetzt den Abfall grob raus, geht aber nicht ganz in den Schnitt rein, sondern bleibt nur ein paar Millimeter von eurer 50 mm Tiefe weg. Es geht wirklich nur darum, diesen Abfall grob herauszubekommen. Damit ihr hier am Schnitt euer Holz nicht verletzt, schneidet ihr am besten von zwei Seiten. Nehmt vor allem auch keinen Expressleim, der bindet viel zu schnell ab und setzt euch nur unnötig unter Druck. Legt die Außenseite beim Verleimen nach oben, denn das ist die Seite, die ihr später am Schrank auch sehen werdet. Die soll dann auch dicht sein. Macht das Ganze auf einer ebenen Unterlage, damit eure Tür auch gerade bleibt. Und ganz wichtig, setzt eure Zwingen neben die Eckverbindung, damit ihr wirklich den Druck an die richtige Stelle bringt.
Als nächstes kommen jetzt die 45 Grad Schnitte mit Sägehilfe. Die haltet ihr genau bündig hier mit der Kante. Dann sägt ihr diese Ecke vorsichtig raus. Denkt aber beim Sägen an die Schräge hier, dass ihr die berücksichtigt. Und zum Schluss eure Säge etwas anhebt, um in diese Schräge reinzukommen. Und das Ganze natürlich an Ober- und Unterseite. Und dann solltet ihr das Ganze dicht bekommen. Solltet ihr irgendwo noch größere Fugen haben, dann könnt ihr natürlich ganz gezielt noch Schraubzwingen ansetzen. Ganz wichtig ist jetzt noch der rechte Winkel. Prüft den nach. Die sollten wirklich so stramm sein, dass sie mit einem leichten Hammerschlag nur reingehen. Und jetzt ist es wichtig, dass ihr in einem Zug diesen Schnitt macht. Wobei das kein Schnitt ist, sondern nur ein Anritzen. Ihr zeugt eine Sollbruchstelle. Setzt den Glasschneider an, am Ende eurer Scheibe, an der Kante, und zieht ihn mit Druck über die Scheibe. Jetzt legt ihr die Glasleiste wieder ein. Damit ihr am Glas nichts beschädigt, legt ihr euch ein Stück Pappe unter euren Hammer. Setzt jetzt den Nagel ein und schlagt ihn vorsichtig ins Holz. Gebt dabei leichten Druck auf die Glasleiste und auf das Vorlegeband, aber keinen zu extremen Druck. Das hier ist das Ausgangsmaterial für diesen Innenteil. Ahorn Massivholz, 27 mm stark. Das wird dann ausgehobelt auf 20 mm. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich keine vielen Fächer nebeneinander möchte. Denn wenn ihr so viele Fächer nebeneinander macht, kleine Fächer, für jeden Hobel ein einzelnes Fach, dann verliert ihr zum einen sehr viel Platz, wenn ihr so dickes Holz nehmt. Nehmt ihr dünneres Holz, habt ihr entweder sehr viel Abfall oder müsst das Holz hochkant auftrennen. Setzt jetzt zwei Schraubzwingen hinten an, direkt über diese Trennstege. Setzt die Schraubzwingen möglichst gerade an. Gebt erstmal nur wenig Druck auf die Zwinge. Dann kontrolliert ihr nochmal alles nach, ob alles bündig ist, so wie es sein soll. Und dann zieht ihr die Zwinge erst richtig an. Das gleiche macht ihr auf der anderen Seite. Und jetzt werden normale Schraubzwingen keine Ausladung haben, die tief genug ist, damit ihr hier oben Druck drauf bringen könnt. Setzt also eine Schraubzwinge an dieser Stelle an. Dann bringt ihr Druck auf den Mittelboden. Hier auch noch eine. Dann setzt ihr noch zwei Schraubzwingen vom Mittelboden zum Deckel an.
Im vorangegangenen Video habe ich euch ja schon einiges zum Thema Furnier erzählt. Jetzt geht es ans Furnieren selbst. Besser gesagt darum, erst einmal die Furnierfläche aus einzelnen Furnierblättern zusammenzusetzen. Alles, was ihr dazu braucht, seht ihr hier liegen. Und da sind jetzt keine Spezialwerkzeuge dabei. Auch keine spezielle Furniersäge. Das wäre das hier. Ich zeige euch das Ganze mit der Japansäge. Beide Varianten funktionieren. Ich persönlich bevorzuge die Variante, die ich euch als zweites gezeigt habe, da hier vor allem bei breiten Furnierblättern die Gefahr von Wellen im Furnier oder Kirschen dann wesentlich geringer ist als bei der ersten Variante. Der Nachteil bei der zweiten Variante ist natürlich, dass ihr das alles am Stück durchziehen müsst, denn vor allem hier bei den Fugen darf der Leim nicht komplett aushärten, damit ihr, wenn ihr die nächste Furnierbahn anklebt, die Fuge auch schön dicht bekommt und das, damit dort auch der Leim richtig hält. Auch Schleifen wäre hier eher schlecht, denn ihr müsst ja mit der Schleifmaschine sehr lange auf einer Stelle schleifen, nämlich dort, wo euer Papier ist. Und dann passiert es sehr schnell, dass ihr neben dem Papier, also hier links und rechts, zu stark schleift und ihr habt ja nur 0,65 mm starkes Furnier, da seid ihr dann sehr schnell durch. Dann nehmt ihr die Blättchen raus und probiert das Ganze mal aus und ihr seht, die Hobel lassen sich sehr gut hier einlegen. Vor allem auch durch das Kantenbrechen oder sogar Abrunden dieser Kanten geht das sehr gut. So macht ihr dann alle Leisten auf eurer Rückwand fest. Und solange eure Rückwand eine Schräge von 8 bis 10 Grad oder mehr hat, braucht ihr keine weiteren Halterungen für eure Hobel. Und wie ihr seht, fallen die Hobel wirklich erst raus, wenn der Winkel der Rückwand 90 Grad oder mehr beträgt. Packt diesen Schrank nicht zu eng, sodass ihr immer noch eure Einteilung etwas variieren könnt und wirklich auch noch Werkzeug dazu kaufen könnt, das ihr vielleicht irgendwann mal braucht. Das Untergestell für eure Vitrine oder euren Hobelschrank besteht ebenfalls aus Ahorn, Massivholz. Ihr braucht zwei Füße, im Querschnitt etwa 45 x 45 mm. Das Ausgangsmaterial hierfür ist 52 mm dick. Und da würde ich euch empfehlen, hobelt einfach das dickstmögliche Maß aus. Dort, wo ihr mit dem Schleifklotz nicht hinkommt, nehmt ihr euch ein zusammengewickeltes Stück Schleifpapier. Contra 120 nehme ich hierfür sehr gerne, also kein grobes Schleifmittel. Und damit könnt ihr jetzt diese Kanten sehr schön brechen. Auch hier brecht ihr die Kante ganz vorsichtig, damit ihr keine Querkratzer auf das Ebenholz macht. Der Schrank wäre jetzt also fertig zur Wandmontage. Und wie das ohne sichtbare Schrauben funktioniert, das zeige ich euch im nächsten Teil des Online-Kurses. Wenn eure Vitrine fertig ist, muss sie natürlich an der Wand befestigt werden. Bei mir soll die Vitrine hier hinter meiner Hobelbank. Und zur Befestigung nehmt ihr am besten Hakenleisten oder Keilleisten. Die habe ich hier schon vorbereitet. Das sind einfach nur Multiplex-Leisten, 15 mm stark. Und das passt dann zum Rücksprung der Rückwand am Korpus und zum Rücksprung der Zarge am Untergestell. Das waren jeweils 15 mm, also schon passend für diese Leisten hier gemacht. Und so könnt ihr auch wirklich schwere Möbel bombenfest und unsichtbar an der Wand befestigen. Und ganz am Schluss müsst ihr nur noch die Türen einhängen, die Topfscharniere einstellen, sodass die Fugen alle parallel sind, eure Schubladen einschieben und die Vitrine einräumen.